Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario is Missing Done. Right, den Super Mario World Hack. In der letzten Folge hatten wir natürlich die letzten 5 Leveln in der 5. Welt abgeschlossen. Jetzt geht es nun los zu Level 5. Und zwar mit dieser Welt. Und zwar Shifty Shrooms. Mal sehen, was hier abgeht. Oh, die Musik kennen wir sehr gut. Von Yoshi's Island ist die Musik. Ich kenne die sehr, sehr gut. Fuck, das ist doch echt... Da muss man Adrenalin haben. Ja, da kann man überhaupt nicht ausweichen hier, ne? Fuck, das kann man ja doch nicht schaffen. Ist das möglich? Ansonsten muss ich das mit Save States machen. Really? Ich habe 17 Leben noch, komm. Ich mache noch zwei Versuche. Ansonsten mache ich das mit Save State, weil es geht nicht anders dann. Okay, dann ist der erste Versuch schon jetzt verkackt. Jetzt haben wir noch einen Versuch noch und dann geht's natürlich nur mit Save States. Dieses Level ist jetzt schon ziemlich schwierig. Ich hasse automatische Scroll-Leveln, ne? Um ehrlich zu sein. Wow, jetzt wusste ich ja gar nicht, wo ich jetzt landen werde. Fuck. So, ich mache jetzt mit Save States, habe ich ja keinen Bock mehr drauf. Könnt ihr mich dann kritisieren, wie ihr wollt? Boah, Mann, das muss doch irgendwie möglich sein. Ja, scheiß drauf. Save State. Boah. Wie kann man da ausweichen, bitte? Boah. Wie soll ich da ausweichen, bitte? Fuck. Ah ja, ich kann den Combo jumpen. Okay. Warte, da muss ich leider mit Save States arbeiten, Leute. Tut mir leid. Das kann ich nur mit Save States schaffen, den Boss. Ah. Fuck. Komm her. I take you all on, bitches. Ah, fuck. Boah, jetzt geh doch mal rüber hier. Du blöder Klempner. So, safe. Wow, das war ziemlich knapp. Okay, mach ich nochmal ein Safe State. Ich muss es leider mit Safe State dieses Level machen. Es tut mir leid. Ihr könnt mich kritisieren, wie ihr wollt, aber ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Oh mein Gott. Safe State. Ah, oh, fuck. Ich hab falsch gesaved. Oh, fuck, nein. Ich hasse das. Ich hasse das. Nein. Nein. Ich hasse das Level so sehr. Jetzt schon. Leck mich. Alter, wer hat denn bitte schon die Mutter ins Müsli gepisst? Sag mir das bitte. Boy. Diese Feuerviecher, ne? Die gehen mir ziemlich auf den Piss, ey. Nein, da ist ein Secret Exit. Fuck. Das habe ich leider verpasst. Puh. Boah, wie soll ich da ausweichen, bitte? Das ist doch echt nicht normal. Das Level ist jetzt schon ziemlich asozial, ohne Scheiß. Ich freue mich schon voll, wenn ich das Spiel jetzt schon bald durch habe. Ohne Scheiß. Ja, das ist jetzt kein... Boah, Mann. Fuck. So, Safe State. Ich weiß, das macht jetzt mich frustriert jetzt, ne? Das ist wie Kaiser Mario, ohne Scheiß. Das Level, ne? Da könnt ihr mich ruhig beschweren, wenn ich jetzt mit Safe States arbeite. Es tut mir sehr leid, Leute.
Also das ist ohne Safe State ist es völlig unmachbar. Unmöglich. Boah, Mann. Das ist ein dämlicher Feuerball, ne? So, Safe State. Oh mein Gott. Ich schütte schon jetzt, ne? Boy. Schon 5 Minuten ist es schon vergangen und ich schwitze schon wie ein Ast. Wie ein Assi. In diesem Level. Ja, ich weiß, ich brauche den blauen Schalter. Ist das möglich, dass hier das nicht mal möglich ist, um zu sterben? Kann das sein? Boah, ist das ein scheiß Level. Boy, ich krieg Adrenalinschuss, ne? Das kann man nur mit Safe States schaffen, ey. Alter, das hat jetzt die Nerven gekostet, jetzt schon ein bisschen. Oh mein Gott. Ich dachte schon jetzt, Link to the Past würde mich schon jetzt zum Schwitzen bringen, aber das Spiel bringt jetzt langsam zum Schwitzen auch noch dazu. Na gut, Safe State nochmal. Blackout Bastille. Mal sehen, was es uns bringt. Level, oh mein Gott, Dunkelheitslevel, ich hasse die auch. Ich hasse jegliche Leveln, die so schwer asozial schwer sind. Wer ist denn das bitte? Ja, klar. Boah. Ich mache es mir lieber mit Safe States, weil ich habe keinen Bock drauf. Wirklich. Boah, wie soll ich da ausweichen bitte? Das ist doch echt asozial, ey, das Level. Boah. Alter. Stress mich noch mehr. Spiel. Ja, guter Treffer. Fantastisch. Ich habe noch nie so eine Scheiß-Level einmal erlebt. Boah. Ich will nicht sagen, dass das Level scheiße ist, aber... es frustriert mich ein bisschen. Ich muss leider mit Safe States arbeiten. Es tut mir sehr leid, Leute. Da könnt ihr mich beschweren, wie ihr wollt. Mann. Kratzt mich das an. Okay. Was? Alter. Nicht dein Ernst, Bruder. Wieder Safe State. Ich hab keinen Bock drauf. Oh, das ist eine ziemlich geile Kombo, was ich da gemacht habe. So Safe State, ich weiß ja nicht, ob da jetzt ein Checkpoint kommt. Doch. Gott sei Dank. Gott sei Dank geht das Level jetzt in einen sicheren Checkpoint. Fick dich. Die Ninjas kennen wir schon sehr gut bei Mario Bros. 3. Mario Bros. 2. Waren die nicht bei Mario Bros. 2? Was rede ich denn da? Boah, das Level ist eh nicht so schwer jetzt. Oh mein Gott. Wie soll ich mal das hier schaffen? Ohne Power-Ups. Das ist doch echt unmöglich. Boah, da weiß man ja fast nie, wo man drauf tretet, ne? Mein Gott. Ich weiß, ich frustriere mich jetzt ein bisschen, aber... eine kleine Beschwerde kann ich schon machen mit dem Entwickler, aber wirklich ehrlich. Hätte ich den roten Switch nicht mitgehabt, wäre ich echt am Arsch. Hallo?
Hallo. Ah, jetzt geht's. Komisch, warum hat's nicht... Ich habe immer auf oben gedrückt und jetzt funktioniert es irgendwie nicht. Ja, leck mich. Boah, fuck. Falscher Knopf. Ja. Gut, ich hoffe, dass nicht mal in Safe steht. Gott sei Dank. Oh, Mann. 10 Minuten und jetzt habe ich jetzt schon 2 Level durchgemacht. Ist nicht so ein großer Fortschritt, aber ich hoffe, dass wir dann bald den sechsten, die sechste Welt bald vor uns haben. So, 5, 6. Los geht's. Oh mein Gott. 2 Level haben mich schon jetzt aufgeregt. Ich hoffe, dass der 2. Level jetzt nicht so scheiße wird. Oh mein Gott. Okay, ich nehme es zurück. Es wird scheiße. Die Level werden jetzt noch schwieriger. Oh, die Musik kenne ich doch sehr gut. Dann muss ich leider mit Save States machen, leider. Die Level sind ohne Save States nicht machbar. Was? Ist das machbar? Das Level? Boy. Boah, du Affe, spring doch mal. Boah, du Affe, Mann, geh doch. Boah, ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel, ne? Boah, du Mutterficker, kann ich nur sagen, nur leise. Boah, tut mir leid, aber jetzt reg ich mich jetzt auf, ne? Jetzt bin ich schon so sauer. Boah, du Bastard! Du scheiß Football-Player, ey! Boah, ist das zum Kotzen, das Level, ne? Ich bin gerade... Warum macht der keinen Sprint-Jump? Ich verstehe es nicht, warum klappt die... Warum klappt die A-Taste nicht? Bitte, es muss doch irgendwann ein Power abgeben. Bitte, danke. Safe State. Ich muss leider mit Safe States arbeiten, tut mir sehr leid. Ja, so ein asoziales Pack, ne? Diese Football Player, das sind die nervigsten Gegner im Spiel. Nicht dein Ernst, Bruder. Wie soll man das ohne Fail schaffen, bitte? Sag mir das einer, bitte. Hat es einer geschafft, das ohne ein Leben zu verlieren, das hier zu schaffen? Ich spiele jetzt auch wie ein Noob, ne? Ich kann es auch zugeben. So, ich muss jetzt aber vorsichtig sein jetzt. Vorsichtig, vorsichtig. Boah, gut, Gott sei Dank, jetzt habe ich das schon jetzt geschafft, die Hälfte, mindestens das hier. Komm her. Bitte, ja. So. Mindestens das Level haben die jetzt ein bisschen in Gnade gewinselt. Ja, mit der Feder ist es easy, das Level zu bieten. Aber ohne den, ohne Power-Up, ist man echt am Arsch. Haha, Pech gehabt, Kollege. Ich müsste dieses Welt jetzt mal, diesen Part abschließen, dann bin ich glücklich. Boah. Ich weiß, das Let's Play geht jetzt nicht so lange in die Länge, aber...
Es ist gerade erst Part 12 und ja, ich glaube, Part 15 können wir schon vorstellen oder drei oder vier Parts später. Könnte schon sein, dass wir dann diese Welt auch abschließen werden. I hate that Hedgehog. Oh, was ist das denn für ein Level? Ich habe gedacht, jetzt kommt Sonic. Was ist das denn für Musik? Oh, die Musik, diese Gegner kenne ich doch. Die sind von, wo war das nochmal? Yoshi's Island, glaube ich, diese Igel-Viecher? Kirby ist das. Die Musik. Ich flamme diese Igel, die sind ähnlich wie Sonic. Keine Sorge, Sonic-Fans, ich mag Sonic gern doch. Keine Sorge, Leute, ich habe nichts gegen Sonic. Oh. Aber diese Igel schon. Das Level passt ja nicht so sehr gut, aber ich mag schon manche Kirby-Tracks hier im Level auch. Ich glaube, das ist nur der einzige Kirby-Track, der jetzt auftaucht. Ja, genau, obwohl ich geduckt habe. Really? Really, Bruder? Mann, ich muss wieder neu anfangen. Alles von neu, ne? Kacke. Boah. Jetzt wieder ein Gegner respawnt. Ich habe echt dann ein Problem. Fuck, du scheiß Koopa, Alter. Du scheiß Cooper, Alter. Mann. Jetzt kommen schon die stressigen Level überhaupt jetzt am Ende, ne? Obwohl ich diese Level schon so gerne mag bei diesem Spiel. Kein Problem, aber warum müssen die so asozial die Gegner hier stellen lassen? Das ist mir ein bisschen unfair. Ich weiß, es ist ja ein ROM-Hack und er muss halt ein bisschen schwierig sein und ein bisschen challenging sein. Das gehört ja auch bei einem Spiel auch dazu. Herausfordernd sein. Oh, das war ziemlich knapp, habt ihr das gesehen? Und tschüss mit dir, Kollege. Das war richtig, bin ich jetzt dir los. Fuck! Nein! Das darf doch nicht wahr sein. Wie blöd bin ich denn eigentlich? Das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt echt verliere. Das ist unmöglich. Das muss doch ein einfacher Level sein, bitte. Lol, ich habe jetzt ein extra Leben gekriegt. Aus irgendeinem Grund auch immer. Ich glaube, nach diesem Level noch einen Schluss. Ich schwöre bei Gott, wenn ich jetzt darunter gefallen bin, alter Wehe. Oh mein, wie viele Igeln gibt's noch? Wieso? Ich bin nicht einmal im. Habe ich nicht den Pixel berührt, dieses Viech. Fuck. Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin jetzt schon sechsmal hier gestorben. Das ist doch echt nicht wahr. Ich glaube, dieses Level werde ich doch jetzt im nächsten Part machen. Ich werde diese Welt fertig machen, glaube ich.
Ich weiß, ich bin ein bisschen ungeduldig und ein bisschen unruhig, aber... Warum... Manchmal bereue ich jetzt schon, dieses Level gewählt zu haben. Dieses Spiel zu gewählt zu haben, irgendwie. Ohne Scheiß jetzt. Warte, meine Nase juckt wieder. Fuck. In unbestimmten Zeit wieder. Warum springt er nicht? Ich verstehe das nicht. Warum klappt die Sprungtaste nicht? Ich verstehe das nicht. Warte. Safe mache ich jetzt. Scheiß drauf. Ich mache jetzt einen Safe State. Ich habe keinen Bock drauf. Ich muss einfach dieses scheiß Level durchmachen, ne? Mal wäre ich schon gestorben jetzt. An dieser Stelle. Ja, endlich mal ein Checkpoint. Ja. Verpiss dich. So. Brennt ihr scheiß Viecher, scheiß Igel, obwohl ihr naturgeschützte Viecher seid. Ich habe nichts gegen Igeln. Ich mag natürlich Sonic-Spieler, also keine Sorge. Ich habe nichts mit Igel, Sonic und Igel was dagegen. Sonic-Fans habe ich ja eh nichts dagegen, aber... Es liegt nur daran, weil ich ja einmal in Sonic 06 gezockt habe. Also nochmal den Safe laden. Boah, ich habe keinen Bock drauf, auf das nächste Level durchzumachen, ne? Irgendwie ist das Level völlig unfair, ne? Die Gegner sind irgendwie in einer unbestimmten Zeit hier, ne? Boah, Mann, da hat mich auch noch weggeprellt. Was ist das denn für eine Scheiße? Menno. So, tschüss. Safe State. Meine Nase, was ist mit mir los, Junge? Meine Nase, Alter. Boah, Mann. So, ich mache hier einen Safe State hier. Boah, ich bin jetzt gerade... Wie viele Mal bin ich abgekratzt? Ich glaube jetzt 6-7 Mal. Boah. Das Level wird jetzt irgendwie schwieriger. Ich weiß nicht wieso, aber ich hasse schwierige Leveln, aber... Tja, was kann ich damit rechnen? Na gut, wir haben jetzt mindestens jetzt... Also wie viele Level haben wir jetzt abgeschlossen? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Leveln. Wieder mal 5 Leveln. Na gut, im nächsten Part geht es dann jetzt dann zu der 8. Level und dann beenden wir dann die 5. Welt. Also bis zum nächsten Mal, haut rein. Gebt einen Daumen hoch, falls es euch gefallen hat, trotz der starken Adrenalin-Momente. Und bis zum nächsten Mal und ciao, euer Red Pocketendo. Und nicht zu vergessen, Abo und die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts täglich verpasst.